QD OLED war letztes Jahr eine der größten Neuerungen bei Fernsehern seit langem. Jetzt kommt mit dem S95C bereits die zweite Generation und ich muss einfach sagen, wow! Hallo, hier ist Fitus von hifi.de und wir haben den Samsung QD OLED S95C für euch getestet. In diesem Video verraten wir euch nicht nur, was sich im Vergleich zum Vorgänger S95B geändert hat, sondern auch, wie er sich im Vergleich zum LG OLED G3 schlägt. Aber vorher wird uns noch interessieren, wie farbig Farben sein sollen. Möglichst natürlich oder gerne so viel wie irgendwie geht. Für mehr Infos darüber schaut euch am besten unser Video OLED vs. QD OLED an und schreibt es dann in die Kommentare. Und selbstverständlich freuen wir uns auch über jedes Abo und jeden Daumen nach oben. Wir haben hier einen 55 Zoll S95C im Labor getestet. Es gibt den QD OLED außerdem noch in 65 Zoll und jetzt ja auch erstmals in 77 Zoll. Der S95C sieht von außen fast so aus wie der Neo QLED QN95B aus 2022. Er hat die Slim One Connect Box, die nur durch ein Kabel mit dem restlichen Fernseher verbunden ist und alle Schnittstellen beherbergt. Der mittige Standfuß bietet auch eine Halterung für die One Connect Box, falls man die Anschlüsse doch direkt am Fernseher haben möchte. Im Lieferumfang sind auch ein kurzes und ein deutlich längeres Verbindungskabel enthalten. Der QD OLED hat jetzt eine einheitliche Tiefe von gerade mal 11 mm und kann so noch besser und flacher an der Wand montiert werden. Außerdem ist er dadurch auch noch stabiler geworden, was ja gerade bei der neuen Größe von 77 Zoll echt willkommen ist. Das neue QD OLED Panel liefert so ziemlich das beste Bild, was derzeit von einem Fernseher überhaupt zu bekommen ist. Der S95C schafft über 1260 Nits Spitzenhelligkeit im Filmmaker Mode und es gibt auch kaum einen Fernseher, der so wenig spiegelt. Die leicht mattierte Oberfläche schluckt große Mengen Umgebungslicht und wirft nur etwa 0,4% davon zurück. Trotzdem sieht er natürlich im dunklen Raum noch besser aus. Denn erst dann sieht man wirklich die von OLEDs bekannten Vorteile, was perfektes Schwarz und somit auch immensen Kontrast angeht. Und da die meisten Filme oder Serien auch in High Dynamic Range nur bis 1000 Nits gemastert werden, heißt das, er kann fast alles exakt so darstellen, wie es sein soll. Auch in sehr hellen, bunten Szenen verlieren die sattesten Rot- und Grüntöne keine Intensität. Das kommt zwar gar nicht so oft vor, ist aber noch besser als bei einem LG OLED G3 mit Microlens Array. Der S95C deckt den DCI-P3 wirklich quasi komplett ab und da er außerdem schon ab Werk äußerst korrekt eingestellte Farben hat, kann man ohne den direkten Vergleich mit einem Referenzmonitor wirklich schwer sagen, was hier überhaupt vom Ideal abweicht. Wir mussten die Fehler also wirklich suchen. Lediglich bei den allerdunkelsten Bildpartien oder Schattenbereichen neigt der QD OLED manchmal zu leichten Farbverschiebungen, die wir auf dem LG G3 oder natürlich dem Referenzmonitor nicht gesehen haben. Für High Dynamic Range ist der Samsung-Fernseher also wirklich prädestiniert. Und auch wenn der Support für Dolby Vision fehlt, gibt es dieselben Filme in der Regel auch in HDR10, was einfach toll aussieht. Und so fair müssen wir hier auch bleiben. Ohne den direkten Vergleich zur Referenz, den wir jetzt hier gemacht haben, wird es schwer, überhaupt Unterschiede im Bild festzustellen. Das Panel liefert extrem klare, schnelle Bewegungen und hat ebenso eine gute Zwischenbildberechnung für Inhalte in geringerer Frequenz, die aber noch von anderen Herstellern getoppt wird. Fürs Gaming ist der QD OLED definitiv gut geeignet.
Der äußerst geringe Input-Lag wird mit der Variable Refresh Rate sogar noch geringer. Und mit der Samsung Game Bar kann man die aktuellen Einstellungen sehen und auch schnell viele Dinge anpassen. Sei es das Fadenkreuz in der Mitte, 21 oder sogar 32:9 als Seitenverhältnis, Vergrößern der Minimap oder das Aufhellen dunkler Bereiche. Bei PCs mit einer wirklich starken Grafikkarte sind sogar bis zu 144 Hertz in 4K-Auflösung möglich. Leider muss man sich aber im Spielemodus damit abfinden, dass der Samsung-Fernseher alles heller und knalliger darstellt, als es eigentlich sein soll. Es ist wirklich schade, dass es auch dieses Jahr bei Samsung keine Option gibt, eine Art Filmmaker-Mode mit geringer Latenz zu bekommen. Die One Connect Box hat quasi alle Anschlüsse, die man sich wünschen kann. Neben 4 HDMI 2.1 Anschlüssen findet man auch die anderen üblichen Verdächtigen inklusive Twin Tuner. Einen klassischen Kopfhörerausgang gibt's aber nicht. Dafür gibt's Bluetooth als drahtlose Audioverbindung oder eben HDMI eARC, um Dolby Atmos Surround Sound per HDMI-Kabel an deine Soundbar oder den AV-Receiver weiterzuleiten. Das geht jetzt übrigens auch, wenn es eine Samsung Soundbar ist, per WLAN. Wie alle Samsung-Fernseher setzt auch der S95C auf das Tizen Smart OS, welches sich recht intuitiv bedienen lässt. Dazu gibt's Samsungs neue Smart Remote, welche jetzt etwas kleiner ist als im Vorjahr. Da die Fernbedienung aber so wenige Tasten hat, braucht man manchmal allerdings etwas länger, bis man dann im gewünschten Menü ist. Die klanglichen Leistungen sind weitaus besser, als man es von einem mit nur 1,1 cm Dicke wirklich super schlanken Fernseher zunächst erwarten würde. Die nach hinten abstrahlenden Tieftöner sorgen für ein gutes Fundament, während die Hochtöner auch einen gewissen Raumklangeffekt erzeugen. Um aber einen Klang zu bekommen, der dem Bild gerecht wird, braucht man eine externe Soundbar oder Anlage. Da ist der einzige Wermutstropfen, dass es beim Samsung-Fernseher kein DTS gibt. Der Samsung QD OLED S95C ist wirklich ein herausragender Fernseher und Samsung hat in der zweiten Generation QD OLED echt viel verbessert, sodass es kaum noch Kritikpunkte gibt. Man hat eine fantastische Bildqualität. Im Vergleich zur ersten Generation QD OLED im S95B ohne Farbstich, mit viel mehr Details in Schatten und in der Regel kein störendes Dimming bei längeren gleichdunklen Szenen. Und natürlich auch noch mehr Spitzenhelligkeit für High Dynamic Range. Das heißt, der S95C macht in jedem Raum, aus jedem Winkel eine echt gute Figur. Sowohl tagsüber als auch am Abend beim Blockbuster. Die Kritikpunkte sind dann nur noch, dass es keinen wirklich neutralen Spielemodus gibt, das etwas sperrige smarte Betriebssystem und eben, dass Dolby Vision und DTS nicht unterstützt werden. Der Mangel an DTS ist aber ein lösbares Problem und was Dolby Vision und die Bildqualität in High Dynamic Range angeht, sind es wirklich nur noch Nuancen, die den Unterschied zur Referenz ausmachen. Und an der Stelle bin ich wirklich froh, dass wir einen Referenzmonitor daneben hatten, als wir den S95C mit dem LG OLED G3 verglichen haben. Denn die waren schon echt nah beieinander. Die Unterschiede findet man leichter im besseren Klang des QD OLED oder in der übersichtlichen Bedienung von LG. Man kann also gar nicht pauschal sagen, dass einer von beiden wirklich besser ist. Auch wenn der Samsung S95C in unserer besten Liste direkt hinter dem Konkurrenten gelandet ist. Wenn ihr mehr über den S95C erfahren wollt, als ich jetzt in diesem Video sagen konnte, dann geht am besten direkt über den Link in der Beschreibung zum ausführlichen Test auf hifi.de. Außerdem findet ihr unter dem Video noch die besten Angebote für alle Größen und Links zu weiteren passenden Videos und Artikeln. Ja, und ihr könnt es bestimmt schon ahnen, der detaillierte Vergleich zwischen dem Samsung S95C und dem LG OLED G3 wird echt schwierig, weil es gerade in der Bildqualität ja wirklich nur noch Einzelheiten sind, die der eine besser macht als der andere.
Wir wollen da auch noch mal genauer hinschauen, was zum Beispiel das Dimming nach längerer Zeit angeht. Und da bietet sich natürlich auch die Frage an, welche Nuancen euch dann am wichtigsten sind, wenn es um die beste Bildqualität geht. Also schreibt's unten in die Kommentare, damit wir genau darauf auch eingehen können. Ich bin echt gespannt, ob auch die Topmodelle von Philips, Panasonic und Sony dieses Jahr ähnlich gut werden und sage jetzt nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.